Ich wollte gerade sagen, wir haben doch das Problem mit Zarivok gelöst. Wir sind keine Mörder mehr. Aber die bösen Wachen haben sich jetzt gerade in Luft aufgelöst. Gut. Dann geht es jetzt für uns jetzt erst einmal ab zu dem Ort hier. Also zum magischen Kleidzeug, dass wir das Zeug, was wir noch haben, loswerden. Hallo? Gut. Zeigt mir, was ihr habt. Sarivoks Tagebuch, das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Und die Einladung auch nicht. Können wir beides verkaufen. Du kannst die stinkende Wolke loswerden. Und du die ganzen anderen Sachen hier, die wir nicht brauchen. So. Sehr schön. Hast du zufällig Heilungselixiere im Angebot? Feile Tränke, genau, Tränke. Kugeln, Heiltrank, Heldentränke, Heilungselixiere. Kaufen wir mal zwei davon, dass wir wieder einen Stack davon haben. So, Heiltränke hat jeder noch genug, ja. Sehr schön. Wie sieht es so ansonsten so mit Tränken aus? Du hast deine Heldentränke. Autogramm. Das ist der Brief an Talisa. Und das war der letzte Brief von Sarivok. Also die beiden Briefe behalten wir und das. Und das gucken wir, dass wir das irgendwo rausschmeißen. Was wir mit dem machen, weiß ich immer noch nicht. Die Rettungswurftränke können wir eigentlich mal tauschen gegen... Welches ist der stärkste Stärketrank, den wir haben? Das wird der hier sein. So. Spiegelaugentränke, die können wir dann genauso loswerden wie die Schutz vor Versteinerungsschriftrollen. Ich weiß nämlich schon den perfekten Ort dafür. Das kommt aber allerdings erst in etwas naher Zukunft, sagen wir mal. So, die Schleuderkugeln, die kann immerhin für uns mal aufbewahren. Jedenfalls die hier. Ja, ansonsten alles okay. Ja. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dann verlassen wir erstmal Baldurs Tor. In der Hoffnung, dass wir Sarivok jetzt so weit geschlagen haben, dass er sich erstmal nicht erholt in den nächsten paar Wochen, während wir weiter Vorbereitungen treffen. So, hier können wir die ganzen Dokumente hinterlassen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Sarivok ist nämlich jetzt offiziell das Scheusal, als das Scheusal gebrandmarkt, das er ist. Und ich suche gerade einen Ausgang. Ach, gehen wir einfach den Ausgang durchs Haupttor. Denn sobald wir eigentlich die Diebesgilde da unten betreten, die Diebestunnel, begeben wir uns in Richtung Endkampf und dann gibt es für uns kein Zurück mehr eigentlich. Deswegen geht es jetzt ab ins Add-on. Das sind insgesamt 4 Gebiete für uns, die wir vor uns haben. Dazu müssen wir erstmal nach Ulgords Biert. Und kriegen auch schon einen hübschen Text hier unten serviert. Einen langen Text. Das Dorf Ulgords Biert liegt an den Ufern des Flusses Kionta. Etwas flussaufwärts von Baldurs Tor, kurz vor dem offenen See. Die mit Bauernhöfen übersandte Landschaft ist friedvoll und ein sicherer Hafen im Vergleich zum Tumult an der Schwertküste. Dies kann jedoch von Ulgords Biert selbst in letzter Zeit nicht gesagt werden. Aus dem einfachen Fischerdorf dringen seit neuestem die tollsten Gerüchte. Gerüchte über einen altertümlichen Kult, der wieder aufkommt. Bisher nicht bestätigte Erzählungen über ein mörderisches Geschöpf gehen um, das durch das Dunkel der Nacht schleicht und von merkwürdigen Kommen und Gehen im Haus von Chandala, dem mächtigen, exzentrischen Magier, der sich in diesem ehemals verschlafenen Dorf niedergelassen hat.
Ihr habt doch bestimmt davon gehört, dass von Ulgords Beard Ausflüge zum sagenumwobenen Turm von Durlaks Turm unternommen werden, oder? Das ist wirklich ein Ort, an dem Abenteurer sich beweisen können. Vielleicht bereitet euch dieser Test besser darauf vor, die Dunkelheit zu bekämpfen, die Schwertküste zu zerstören droht. Und euch mit ihr. Beinahe unter meiner Würde. Das ist eigentlich der Grund, warum wir nach Ulgords Beard gekommen sind. Denn hier gibt es insgesamt, sagen wir, es gibt vier Gebiete im Add-on. Und dadurch vier neue Abenteuer. Und diese vier Abenteurer wurden ja jetzt hier bereits erwähnt. Ich fasse nochmal zusammen. Einmal der altertümliche Kult. Die Bestie, die durch die Nacht schleicht. Shandala, der Magier. Und Durlaks Turm. Wobei Durlaks Turm, den wir bereits kennen, der hier unten liegt, ist die größte Herausforderung des gesamten Spiels, beziehungsweise des gesamten Add-ons. Andersrum, des gesamten Spiels eigentlich, wirklich. Also alles, was wir bis jetzt erlebt haben, die Feuerweinbrücke, die Katakomben von Kerzenburg, alle anderen Dungeons, die Minen von Naschke, die Mantelwaldminen, all das ist ein Witz zu Durlaks Turm. Und das kann ich auch so unterzeichnen. Durlaks Turm ist die Härte an sich. So, wir wollen uns in Ulgords Beard umschauen. Da es aber Nacht ist, werden wir erst einmal eine Taverne aufsuchen müssen. Wirtshaus von Ulgords Beard. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Sprich zu euch, also spitzt die Ohren. Hurgan Stoneblade. Ihr seid schon der lustige Baron vor den Helden. Ich habe ein Abenteuer für euch. Ich bin Hurgan Stoneblade und lebe derzeit in der Zitadelle Adpa. Gut gesprochen, vor welchem Abenteuer sprecht ihr? Ich möchte euch nicht beleidigen, aber im Moment sind wir nicht auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Ich habe nicht das Verlangen, mit euch zu sprechen, Zwerg. Gut gesprochen, vor welchem Abenteuer sprecht ihr? Wahrhaftig ein glorreiches Abenteuer. Habt ihr vielleicht von Durlaks Turm gehört? Ja, ich habe davon gehört. Das ist ein verhexter Turm südlich von hier, nicht wahr? Der Freund meines Großvaters spukte darin zeitweilig umher. Er drehte durch, versteht ihr? Durlak Trolltöter war ein Zwergenheld von großem Ruhm. Er legte eigenhändig unzählige Drachen. Mein Großvater war ein guter Freund von Durlak. Gemeinsam lebten sie viele Abenteuer. Bis mein Großvater vor einigen Jahrhunderten frühzeitig verstarb. Naja. Sprecht weiter. Mein Großpapa wurde von einem bösen Dämon erschlagen. Doch Durlak überlebte. Durlak behielt einen Dolch, den Dolch des Seelendiebs, der meinem Großpapa gehörte. Er wollte ihn meiner Mutter senden, doch er wurde verraten. Ist eine traurige Geschichte, das. Nachdem Durlak diesen Turm gebaut hatte, wurde seine Familie von Doppelgängern ersetzt. Durlak tötete sie alle, doch wurde dabei verrückt. Er umgab seinen Turm mit einem Schutzwall und vergaß den Dolch meines Großvaters. Als ich die Geschichte als junger Mann hörte, ging ich selbst, um den Dolch zurückzuholen. Doch die von Durlak gestellten Fallen trieben mich zurück. Wenn ihr Interesse habt, würde ich euch gerne anheuern, um den Dolch des Seelendiebs meines Großpapas mein Geburtsrecht zurückzuholen. Einige frühere Abenteurer haben es geschafft, zumindest ein Stück weit in den Turm einzudringen. Ich denke, die Gefahr sollte nicht mehr gar zu groß sein. Was meint ihr? Wenn ich kann, werde ich den Dolch finden. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Tagebuch und Karte. Hurgan Stoneblade bittet uns, für ihn einen verzauberten Dolch als Durlaks Turm zu holen. Der Dolch ist ein Familienerbstück und wir sollen es ihm nach Ulgords Beard bringen. Man sagt, dass es im Turm zahlreiche Fallen gibt. Ja, davon haben wir schon gehört. Imoin hat uns ja immer wieder vor diesem Turm gewarnt. Ja, gut. Und dieses Haus sieht eigentlich weniger wie ein Gasthaus aus. Wer es erkennt, das hier ist dasselbe Haus wie im Baldur's Gate, wo wir dem Magier mit seinen vielen Hemmschrecken begegnet sind, dem wir Baldurans Helm besorgen sollten. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Wer bist ich du? Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Ja, sprecht mit uns. Was hast du zu sagen? Nix. Gut.
Wie wär's mit einem Whisky? Was habt ihr anzubieten? Oh, der verkauft Sachen. Sehr schön zu wissen. Der verkauft Pfeile plus 2. Sogar stackweise. Und Kugeln plus 2. Gut zu wissen. Kauf mal Kugeln bei dem. Ich kann mich nämlich noch an das letzte Mal erinnern. Da bin ich, habe ich vergessen. Versetzungsumhang? Der Versetzungsumhang ist ein magischer Gegenstand, der das Abbild des Trägers leicht verschieben kann. Er besitzt das Fähigkeit, das Bild einer Person bis zu 10, 15 cm in jede Richtung zu verschieben. Verteidigungsmaßnahmen gab würde auch zu Kopfschmerzen durch überanstrengte Augen. Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Stabschleuder plus 3. Eine Harfe. Unsichtbarkeitsring. Der hat einen Haufen geiles Zeug, muss ich sagen. Das habe ich ist mir noch nie aufgefallen. Unsichtbarkeitsring. Dieser Ring befand sich im Großteil seiner Generation im Besitz eines Meisterdiebes, den an den Märkten von Tiefwasser mit einiger Frechheit einsetzte. Der Spitzbube nahm sich am helllichten Tag eine Menschenmenge vor und stahl unzählige Geldbeutel von Edelleuten, wobei er sie durch mit Sand gefüllte Beutel ersetzte, damit der Diebstahl unbemerkt blieb. Seine Identität wurde nie bekannt, aber der Name Sanddieb wurde zum Schimpfwort. Er soll sich zurückgesetzt haben. Er soll sich zurückgesetzt haben, jetzt unter den Edelleuten leben, die er früher bestahl. Macht er wirklich unsichtbar? Grünstein-Amulett. Dieses Amulett bietet dem Träger Schutz gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht und so weiter. Also ja, der hat schöne Sachen, muss ich sagen. Ein Langschild plus 1. Also die Stabschleuder, die wäre gerne schon mal gekauft. Die kann nämlich Yahirak gut gebrauchen. Stabschleuder plus 3. Aulis Stab. Dieser fein gearbeitete Knüppel gehört zu den Schätzen, die Eindringlinge aus Tullas Turm entwendet haben. Er ist im Kampf tödlich und gehört wohl zum Besitz eines Zauberwirkers, der es genoss, an der Front zu kämpfen. Anscheinend hat er einen Eisenkern und ist dennoch ist sein Gewicht vergleichbar mit einer normalen Waffe dieses Typs. Ein Teil der Verzauberung kommt anscheinend aus dem Fell, das den Griff stärkt. Das Leder stammt zweifelsohne von einem Geschöpf, das garantiert kampferprobt war. Der Geschmack und die Neigung der Angreifer des Turms sind zwar gut dokumentiert, aber das Fell konnte dennoch von allem oder jedem stammen. Ja, ein super Gegenstand. Energiering der Sieger. Achso, das war der Schussring, okay. Das Amulett, was mich vor Gedankenkontrolle und so schützt, das Grünstein-Amulett, das hätte ich auf jeden Fall gern noch. Wie wär's mit einem Whisky? Das kann nämlich Talisa schützen. Harfe, die kann wahrscheinlich nur von den Baden benutzt werden. Ja, also interessiert es uns nicht ganz. Versetzungsumhang. Wer könnte noch einen Umhang tragen? Umhang der Unverfindbarkeit, du hast den Wolfsumhang, Minz bräuchte so einen Umhang nicht. Nee, okay, der bringt uns nichts, der Umhang. Aber Pfeile. Wenigstens 2 Stacks Pfeile könnten wir für... Bei mir ist das Bier billig. Schön für dich. Wenigstens 2 Stacks Pfeile plus 2 für... Immerhin. So. Den verkaufen. Und das war es eigentlich auch schon. Dann wollen wir einmal rasten. Was wollt ihr? Wir können erstmal wieder hier rausgehen. Ich habe immer verpeilt, dass der Wirt hier Sachen verkauft. Ich bin da immer nach Baldur's Tor zurück, um mich neu auszurüsten. So, es ist Tag.
Beinahe unter meiner Würde. Wer bist du denn? Ike. Tretet ruhig näher, Leute, und hört die Geschichte des Schreckens, der vor euch liegt. Kommt mit mir, dem außerordentlichen Abenteurer Ike Kaskadion Wender, der eine neue Gruppe tapferer Seelen durch den Schlund der Gefahr in den Reichen führt. Wir werden zu Lorax' Turm gehen und dort Zeugen der Gefahr sein, die Hunderten von tapferen Männern und Frauen das Leben gekostet haben. Seht die Schrecken der verräterischen Fallen, fühlt die Anwesenheit der längst Verstorbenen, bestaunt die wunderbaren Reichtümer, die dort vergraben sind. Doch für ängstliche Naturen ist dies nicht geeignet. Ich werde keine Verantwortung übernehmen, wenn jemand ein Herzversagen während oder nach diesem Ausflug stirbt. Kommt herbei, einer nach dem anderen.